Hey, na Leute, heute spielen wir mal was ganz anderes, und zwar ein Simulator, den Toy Tinker Simulator. Und da man den leider nicht mit Controller spielen kann, müssen wir mit Maus und Tastatur uns hier begnügen. Das heißt, ich bin am Sitzen, eigentlich bin ich am Stehen und deswegen klinge ich vielleicht ein bisschen anders. Und mein Wolfi wird auch ein bisschen gedrückter sein als sonst, weil die Kamera doof ist. Und ihr werdet wahrscheinlich ab und zu ein Klickern hören. Aber ja, wir spielen heute in den Toy Tinker Simulator. Das ist ein Spiel, wo man Spielzeug wieder heil macht. Und zwar Spielzeug aller möglichen Kategorien. Da haben wir zum Beispiel eine Lokomotive oder ein Auto oder ein altes Telefon. Halt Spielzeug aus den, keine Ahnung, 60er bis 2000er Jahre. Es ruckelt ein bisschen, aber da kommen wir schon drüber hinweg, Leute. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendwann schon mal auf meinem Kanal einen Simulator gebracht habe. Ich glaube fast nicht. Es ist auf jeden Fall ein sehr chilliges Spiel. Wo man Sachen reparieren muss. So, was können wir machen? Wir gehen, glaube ich, zum Laptop. Und im Laptop haben wir Aufträge. Genau. Und da können wir uns jetzt verschiedene Aufträge aussuchen. Von Anfänger bis Meister. Die Anfängersachen sind wirklich sehr, sehr einfach. Deswegen nehmen wir mal zumindest Lehrling. Wir hätten hier zum Beispiel so ein schönes altes Schiff. Wird uns 410 Münzen einbringen. Aber können wir noch nicht akzeptieren, weil wir dafür erstmal Lackmaterialien brauchen. Dann packen wir die auf unsere schöne Einkaufsliste rauf. Werkzeuge haben wir schon, die wir dafür brauchen. Und wir brauchen noch Sandstrahler, einen Pulverbeschichter und einen Ofen. Klar, kann ja nicht so viel kosten, nicht wahr? So, dann können wir zum Markt gehen und uns diese Sachen alle mal holen. Zum Beispiel bei Ausrüstung brauchen wir das Ding hier. 1600, das ist aber sehr teuer. Ich glaube fast, ich kann mir das gar nicht leisten. Also den kann man schon noch leisten, aber ich glaube, so ein Ofen ist ja auch richtig teuer, ne? Ja, ich habe zu wenig Geld dafür. Ja, geil. Okay, dann leer das wieder. Wir haben das jetzt trotzdem schon mal gekauft. Dann machen wir halt doch ein Anfängerding. Was kommt denn am nächsten? Ja, das ist doch schön. Braucht man nur einen Reiniger. 300 Einkommen, so ein schöner Baum mit einem Vogel dran. Ah, muss ich auch kaufen. Wieso habe ich denn gar nichts? Okay, wir brauchen einen Schwamm. Schwamm. Kaufen. Und ein Waschmittel kaufen. Perfekt. So, dann haben wir alles. Dann können wir jetzt endlich mal anfangen zu arbeiten. So, wieso spielen wir heute so ein Spiel? Und zwar, weil ich einfach mal ein bisschen chillen wollte. Es eigentlich recht cool ist. Und bei mir im Real Life auch gerade alles kaputt geht. Zum Beispiel habe ich meine Brille zerstört, weil ich im Auto geschlafen habe. Frag mich nicht, warum ich im Auto geschlafen habe. Und dann wollte ich aufstehen, hatte aber die Brille auf den Boden gelegt, weil sie auf dem Gesicht genervt hat, während man halt schläft. Und dann bin ich raufgetreten und dann ist sie einfach, dann ist der Bügel richtig schön kaputt gegangen. Hat viel Mann aber zum Glück heil gemacht. Also genauso wie in diesem Spiel, wo das erst alles sehr schlecht aussieht. Ist es dann gar nicht so schlimm, wenn man erstmal drüber nachdenkt. So, ich glaube, wir können auch den kleinen Vogel hier noch abnehmen. Genau, wir nehmen den Vogel ab. Und das sollten dann schon alle Einzelteile gewesen sein, oder? So, dann können wir einmal rausgehen. Nehmen einmal alles mit, was wir so kriegen können. Dann verlassen wir die Werkbank. So, Werkbank verlassen, dann können wir zum Reinigungstisch gehen. Da haben wir uns auch schon unsere ganzen Sachen drin. Machen einmal das Wasser an. Schön mit dem Schwamm. Und dann wischen wir da einmal richtig schön rüber, damit das alles glänzt und funkelt. So, Wasser wird gern... Ah, okay, okay, wir machen erstmal alles sauber. So, den ganzen Rost weg. Also, ich... Nee, hä, der Rost dürfte eigentlich noch nicht weg sein. Wir machen nur den Dreck runter. Dann war das vielleicht gar kein Rost. War das nicht so ein krasses Spielzeug, dass das aus Metall wäre. Weil früher war doch immer alles aus Metall, diese ganzen Spielsachen, nicht wahr? Aber es sah ganz schön metallisch aus. So, dann kann man sich die Teile wieder alle nehmen und wieder zusammenpacken. Und das war's schon. Das war nur Plastik, ne? Das war aber ein sehr einfaches. Naja, das wird nur Plastik gewesen sein. Das war ein sehr einfacher Auftrag. Aber so in der Art funktioniert das Spiel. Und dann sieht man nochmal, wie es vorher aussah, wie es jetzt aussah. Davor sah es halt wirklich so aus, als wenn das einfach aus Metall wäre, aber es war einfach nur Plastik anscheinend. Was war denn dann das für ein Dreck da dran? Das Projekt einmal abliefern. So, 300 mehr Geld, ein bisschen XP, geilo Schmadiko. Und wir haben sogar neue Sachen bekommen. Weil, spricht sich natürlich rum, dass wir so ein toller Spielzeugheilmacher sind. Dann lass doch einfach mal hier so ein Teddy nehmen. Was brauchen wir? Wir brauchen Schwamm und Waschmittel natürlich wieder. Und eine Füllmaschine, nur für so ein Teddy? Oh, da müssen aber noch einige Teddys in der Zukunft hinzukommen. Dass sich das rentiert, dass wir uns jetzt hier so eine
so eine Füllmaschine kaufen. Okay, erstmal natürlich den Schwamm und das Waschmittel. So, und wie teuer mag denn diese Füllmaschine? 1.900 kann ich mir wieder nicht leisten für so einen blöden Teddybär. Oh, ich kann hier gar nichts machen. Dann nehmen wir halt so ein... Was ist das? Eine Boeing? So ein Flugzeugdings. Was brauchen wir? Blaues Spray, türkisfarbenes Spray und Schraubendreher der Größe 2. Klar, kriegen wir hin. Schraubendreher mit einem X-Schlitz. Naja, so der Größe... Nee, der Größe 2. Boah, weiß ich denn, was Größe 2 ist? Größe 0? Ah, Größe 2. Egal welcher, ich nehme einfach mal den günstigsten. Wir müssen auf unser Geld achten. Und dann noch Farbe. Einmal türkis und einmal blau. Blau. Und das türkise, türkis, sehr schön. Auch sehr schönes Design auf dieser Spraydose. Oh, Sprayen war früher auch richtig cool. Habt ihr mal gesprayt, Leute? Macht schon Spaß. Aber bitte keinen Vandalismus betreiben, ja? Das wäre mir ein Anliegen. Gut, machen wir doch mal dieses schöne kleine Flugzeug hier. So, was haben wir denn hier? Was gibt's denn Schönes zu sehen? Das ist ganz schön fett. Das kann fliegen, das ist ja die Hummel der Flugzeuge, wenn man so will. So, okay, erstmal die Tragfläche hinten ab. Zack. Das scheint nur ein Stück Holz gewesen zu sein oder so. Oder auch Plastik. Scheint auf jeden Fall nicht so ganz hochwertig zu sein. Warum man dafür so viel Geld ausgibt, weiß ich dann auch nicht. Tja, wie kriegen wir die Tragfläche ab? Anscheinend geht das noch nicht. Gehen wir nochmal zurück. Ich glaube, wir müssen erstmal die Räder abmachen, denn die Reihenfolge ist natürlich wichtig, wie man das macht. So, Rad ab. Jetzt können wir auch noch die Tragfläche hier unten wahrscheinlich abmachen. So, die erst abschrauben, oder was? So, Werkzeug einmal ran und dann können wir... Okay, die Schraube schön abdrehen. So, jetzt haben wir alle unsere Einzelteile. Das ist doch schon mal schön. Ups. Sammeln wir einmal alles ein. Dann gehen wir natürlich zum Ultraschallreiniger. Man kennt's. Hatte ich auch mal für meine Brille. Hat irgendwie nicht so geil funktioniert. Also kann ich nicht empfehlen. Aber hier bei den professionellen Leuten funktioniert es natürlich ganz gut. Ich hatte natürlich nur so ein 40-Euro-Ding. Kann sein, dass das einfach nur scheiße ist. So. Dann einmal alles geultraschallreinigt und dann können wir es, die oberen Teile zumindest auch schon mal anmalen, nicht wahr? So, ja, das ist eine schön knallige Farbe, so wie es die Kinder mögen. Die Tragfläche wird natürlich auch in einem wunderschönen Blau, Gelb und Rot angemalt, obwohl wir nur Türkis und Blau gekauft haben. Sehr gut. Und dann auf der anderen Seite müssen wir natürlich noch ein paar Sachen besprayen, weil Spray ist viel angenehmer als anzumalen. Das geht viel schneller. Schön mit FCKW da drin. So gefällt einem sein Spielzeug für seine Kinder. Aber so alt wie dieses Spielzeug ist, wird das wahrscheinlich gar kein Kind haben wollen. Beziehungsweise das ist eher so ein Nostalgie-Ding von älteren Leuten. Und dann können wir das alles wieder zusammensetzen. Tja, in welcher Reihenfolge denn? Wir nutzen erstmal die Räder. Die packen wir ran. Dann können wir die Flosse hinten dran machen und dann wieder das Teil unten. Habe ich jetzt aber gar nicht festgeschraubt. Also so richtig gute Simulation scheint das nicht zu sein. Ist auch schon wieder Plastik. Wieso ist das alles nur Plastik? Und was machen die, dass das so komisch braun wird? Ich fand, davor hat es irgendwie mehr Stil gehabt. Als das so ein bisschen verwahrlost aussah. Naja. Ich bin ja nicht der Kunde, also darf ich wohl auch nicht zu sehr rummeckern. Achso, um nochmal zu erzählen, was sonst noch so kaputt gegangen ist. Meine Festplatte ist kaputt gegangen, da waren zum Glück keine wichtigen Sachen drauf. Da waren meine ganzen Fanarts drauf. Also das wäre richtig sad gewesen, wenn die ganzen Fanarts weg gewesen wären. Aber ich habe die in weiser Voraussicht, dass diese Festplatte irgendwann mal stirbt, zum Glück schon woanders gesichert, sodass ich die noch habe, weil ich komme jetzt tatsächlich auf diese Festplatten-Sachen gar nicht mehr rauf. Das wäre richtig sad gewesen. Ansonsten ist noch ein RAM-Riegel kaputt gegangen, aber das habe ich auch zum Hersteller geschickt. Da hatte ich zum Glück noch 2 Jahre Garantie. Also ich war da, glaube ich, in den letzten Monat Garantie, wo man das noch hätte machen können. Und dementsprechend habe ich dann aber auch zum Glück nochmal umsonst einen neuen RAM-Riegel bekommen. Also auch halb so schlimm, aber trotzdem nervig. Und dann hat mein Auto noch rumgespannt, in dem es einfach mal gesagt hat, yo, ich blink einfach nur noch nach links. Also selbst wenn man nach rechts geblinkt hat, hat sie nur noch nach links geblinkt. Das war auch richtig geil. Haben sich die anderen Autofahrer richtig schön verarscht gefühlt, wenn man abbiegen wollte und in die falsche Richtung geblinkt hat. Aber auch das habe ich natürlich hinbekommen, indem wir einfach einen neuen Widerstand irgendwo eingebaut haben hinter dem Lenkrad. Also kriegt man alles hin, wenn man denn
wollen würde. Ich war auch bei RTU, die haben sich das auch angeguckt. Und die wollten natürlich dann einfach mal 200 Euro dafür haben, dass sie das reparieren. Da habe ich gesagt, nee, ich kaufe mir einfach für fucking 1 Euro so ein Widerstand und mach das selber, Leute. Ich bin doch kein Vollidiot. Ich kann doch hier Spielzeug reparieren und ein Auto ist einfach nur ein großes Spielzeug. So, oh, ach, die sind doch mal oben drauf befestigt. Ich glaube, die müssen wir abschrauben, naja. So ein schönen Schlitzschraubenzieher. Guck mal, hier lernt man was fürs Leben. Also wenn man hier nichts fürs Leben lernt, dann weiß ich das auch nicht. Vorne ist noch eine Schraube. Machen wir natürlich auch ab. Also ich muss sagen, das Spiel ist wirklich richtig chillig. Ich mag es auch. Muss man auch abschrauben, oder? Nicht? Kann man das einfach so nehmen? Ah ja. Die sind einfach nur zusammengesteckt. Sehr schön. Aber es sieht mir noch fast so aus, als wenn hier bei dem... als wenn man da oben noch... Genau. Das Trötern, wie es in Fachkreisen heißt, dass man das auch noch mitnehmen muss. So, dann können wir das wieder alles reinigen. Alles einmal mitnehmen und zum... Oh, nee, wir schleifen sogar, Leute. Geil, heute wird geschliffen. Klar, weil das natürlich auch Holz ist und Holz wird nochmal geschliffen. Ja, okay, nehme ich schon mal mit. Aber der Rest wird natürlich auch geschliffen. Wir wollen ja nicht immer hin und her laufen, nicht wahr? Wir machen... eine Aufgabe und dann die nächste. So läuft das bei mir. So läuft das bei Dizzy's Toy Tinker Shop 2000. Es ist so chillig, das Spiel. Also wirklich. Achso, es ist übrigens gerade im Angebot für 1,09 € statt 10,99 €. Also, wenn ihr ein chilliges Spiel, Reparaturspiel haben wollt, dann greift jetzt zu. Ich glaube, das ist noch bis zum 18. April tatsächlich im Angebot. Und für 1 Euro kann man da eher weniger sagen. Ich meine, ich habe jetzt hier bestimmt schon 15 Spielzeuge heil gemacht und könnte das jetzt auch im Real Life machen und mir damit ein neues Standbein aufbauen. Und da lohnt sich die 1 € Investition doch auf jeden Fall. So ein bisschen anlacken, damit das so schön glänzt. Lack ist auch richtig cool. Ich hatte auch mal hier ein Bauprojekt für so ein nennt man das? Bass Drum Pedal Dingsbums, weil das zu laut war, wenn ich da mein Schlagzeug gespielt habe mit der Bass Drum und deswegen habe ich mir so eine Erhöhung gebaut, wo die Bass Drum raufkommt und wenn ich da dann drauf baller, dann knallt das nicht durch das ganze Haus durch und da musste ich auch viel mit Holz arbeiten und habe das dann auch angelackt. Einmal damit die Späne, das macht gar keinen Sinn, ne? Damit die Späne aber sich fest kleben, weil Lack ist ja auch so ein Kleber mehr oder weniger und dass es dann halt schön aussieht. Also ich habe voll den Plan mit Lack. Hatte auch eigentlich vor, das in einem YouTube-Video zu machen, aber dann doch keinen Bock gehabt. So, wieder zusammenbauen. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die, keine Ahnung wie heißen, Schienenräder und packen die daran. So, zack, zack, zack und dann die beiden wieder zusammen und dann haben wir es doch. Schön. Richtig schönes Teil hier. Schon Holzzug. Holzzüge sind schon cool. Ich hatte auch einen, wo mein Name drauf stand. Kennt man auch, ne? Ja, ja. So, Foto. Und kann abgegeben werden. Let's go. Bitte schön. Oh, nur 270. Lohnt ja gar nicht. Aber wir mussten natürlich... Der Lack ist teurer. Oder nicht? Ich habe doch voll viel Geld. Ne, 15 hat er gekostet, ne? Und die haben 270 gegeben. Na gut, na gut. Ja, aber so als einen kleinen Einblick in dieses Spiel... Lag das, glaube ich. Es gibt halt ganz viele Projekte. Warte, ich kann euch nochmal zeigen, was für krassere Projekte später kommen. Hier bei geht nicht, okay. Dann kann ich euch das doch nicht zeigen. Aber da kommen bestimmt noch richtig geile Projekte, wo man dann auch viel mehr machen muss, um die auseinander zu basteln und wieder zusammen zu schwingen. Und ihr habt ja auch schon gesehen, es gibt hier ganz viel komische Ausrüstung, zum Beispiel diese Füllmaschine, die wir für den... Oh, ein 3D-Drucker und sowas. Ist ja auch cool. Und Lötstation, was ist das hier? Das ist die Füllmaschine, ah ja. Also da kann man ganz schön viel machen und für 1 Euro, let's go Leute, kauft euch alle dieses Spiel. Ja, mal was anderes. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit diesem Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und bye bye.